Dieses Video geht heute mal nicht um deine Mutter, sondern um meine Mutter. So. Wir haben uns hier versammelt auf Secret Basis, weil wir jetzt ein Video über meine Mutter machen. Meine Mutter ist eine Person, die sich wirklich an den Orten wohlfühlt, wo sich kein Mensch wohlfühlen würde. Aber meine Mutter will nie zugeben, dass sie müde ist. Das ist meine Mutter. Richtig China-Modus aktiviert, immer am Hasseln, niemals Schwäche zeigen. Mit meiner Mutter draußen einkaufen zu gehen, das ist einfach so, als wirst du Staffellauf gegen Sonic machen die ganze Zeit. Keine Chance einfach, du wirst auf jeden Fall verlieren. Meine Mom arbeitet ja by the way noch in der Grundschule, hilft bei uns so viel mit, auch wenn wir immer sagen, chill, chill, macht gar nichts einfach. Kurze Storytime. Wir hatten ein kleines Meeting gehabt, meine Mom setzt sich da zu uns in den Raum rein, war schon extrem müde einfach von der Grundschule, ist auch okay. Und dann pennt sie so ein. Augen ganz klein. Also wir haben es gar nicht mitbekommen. Thomas hat es mitbekommen, guckt, zügelt sein Handy ganz vorsichtig und schießt das womöglich seltenste Foto auf dieser Welt. Seltener als ein 5-blättriges Kleeblatt. Kannst du verkaufen einfach. Das ist die neue Mona Lisa, Freunde. Aber ihr seht, sehr ungemütlich. Sehr, sehr ungemütlich. Deswegen seid ihr jetzt gefragt, liebe Freunde. Wir brauchen eure Hilfe. Eine ganz kurze Side-Information über meine Mom. Meine Mom zeigt niemals Schwäche. Eine sehr spartanische Frau, die immer am Hasseln ist. Und jedes Mal weine ich, wenn ich dieses Foto sehe, weil es so ein unglaublich ungemütlicher Platz ist. Deswegen, liebe Freunde, helft meiner Mom. Schenkt ihr einen schöneren, gemütlicheren Ort zum Schlafen. So etwas wie das hier. Meine Mama weiß gar nichts davon, die wird mich umbringen dafür, weil die es einfach hasst. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Wir sehen uns an einem Sonntag, Freunde. Peace. Warten wir 2-3 Tage ab und gucken, was so eingesendet wird. Das wird sehr lustig. Nicht für meine Mutter. Aber vielleicht für deine Mutter. Bibi, hast du noch was zu sagen? Ja. Wenn das sein Kopf ist, Alter. Willkommen! Heute ist es soweit, liebe Freunde. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Absolut geisteskrank. Und wir brauchen natürlich unseren Special Guest. Mom! Guck mal, setz dich mal hier hin. Wir machen ein Video. Wie geht's dir? Gut. Wir haben nämlich lustigerweise ein Video vorbereitet. Ja. Beziehungsweise die Idee ist von Thomas. Also wenn du jemanden hassen wirst heute, dann ist es deine Schuld. Okay, dann habe ich den Grund, ihn morgen zu verhauen. Du bist ja immer so eine sehr spartanische Frau, die niemals Schwäche zugeben würde. Immer am Hasseln. Ja, kann man ja sagen. Ja. Ja. Es sei denn, ich bin richtig krank, was ich selten bin. Ja, meine Mama ist sehr selten krank. So, ne? Meine Mutter will nie zum Arzt. Ja, richtig. Weil Arzt bedeutet Schwäche zeigen. Die Sache ist, meine Mutter schläft nie. Ja, stimmt. Ich mache nur ein Nickerchen. Du bist ja immer wach. Du bist ja vor uns wach. Du bist ja meistens auch am längsten wach. Das stimmt. Das stimmt, ne? Da war immer so ein Tag, da waren wir oben, bei uns ja da oben, bei den Computern, ne? Mhm. Und da bist du reingekommen, hast du ein bisschen zugehört, ne? Hast dich so hingesetzt und dann bist du einfach so eingepennt. Wirklich? Und dann hat der Thomas dieses Foto gemacht von dir. Alter. Ach so, deshalb hat letztens jemand mich angerufen und hat gefragt, ob es mir gut geht, weil er diese Instagram gesehen hat. Was? Guck, und dann habe ich ein Video gemacht. Oh wei, hast du auch noch ein Video? Komm, ich stehe so an, Mut. Liebe Freunde, helft meiner Mama. Schenkt ihr einen schöneren, gemütlicheren Ort zum Schlafen. So etwas wie das hier. Oder so etwas wie das hier. Die besten Bilder von euch, die ihr dann bei Twitter oder Instagram posten könnt unter dem Hashtag SleepingMui, werde ich meiner Mama in einem Video zeigen, was wir gerade hier drehen. Jetzt haben die Leute dich ausgeschnitten und die haben dir einen schöneren Schlafplatz gegeben. Da bin ich ja gespannt. Ja, das ist das Originalbild, ja? Was sagst du? Ist boah, gut. Ungemütlich. Nicht müde. Ja, aber gemütlich war schon. Echt? Ja. Meine Mutter pennt auch manchmal einfach auf dem Boden, einfach auf Kachelnboden. Und sagt so, oh, ist gemütlich. Die erste Person hat das hier gemacht. Kennst du die Szene? Mit Leonardo DiCaprio? Nee, in welchem Film? Titanic. Titanic, ah. Draw me like one of your French girls. Das ist cool. Das wäre gemütlich, ne, für dich? Guck mal, hinten einfach noch die Erde geht so unter. Das ist mir scheißegal, Entschuldigung. Das hier? Das sieht aber gefährlich aus, ne? Das ist Minecraft einfach. Minecraft, wollte ich sagen. Obwohl ich keine Ahnung von Minecraft, sieht sowas ähnlich wie so Minecraft-mäßig. Spielst du immer mit Unge Minecraft? Ja, guck mal, meine Mutter ist, die hat Best Plan. In Form. Willst du auch mal Minecraft spielen? Ja. Meine Mutter mit Simon Minecraft spielen, Alter. Meinst du, ich schaff das nicht? Doch, das wäre sehr lustig. Hier? Nee. Im Weißen Haus. Das ist doch Weißer Haus. Oh Gott, da gibt's ja immer Attentaten. Bei Streaming, das ist auch schön. Wo ist das denn? Achso, das ist bei Montana Black. Ja. Aber das wäre auch lustig. Die Situation allein, wenn der Streamer live gehen würde von Montana, meine Mutter das zeigt. Moin, moin meine aktiven Freunde. Noch am Schlafen. Sieht cool aus, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Das ist so ein Blitzerbild. Achso,
Sieht so wie eine Polizist. Du wurdest geblitzt? Ja, ist auch nett gemacht. Aber würdest du da pennen? Ja, wahrscheinlich bin ich geblitzt, weil ich gepennt habe. Ja, so funktioniert Blitzer nicht. Aber unten ist noch Haifisch und was ist das hier? Ist ein Haifisch. Also der, also, okay, zwei Haie einfach. Zwei Haifische. Und guck mal, wo hänge ich denn? Bungee machst du gerade, aber im Schlafen. Ah, nee, da ist nichts für mich. Oh, feier. Das ist gefährlich für mich. Ich kann auch runterfahren. Da wirst du nicht pennen? Nee. Findest du das asozial, dass sie das gemacht haben? Ja, wenn das jetzt auf 5. Etage ist, finde ich frech. Wenn das nur Erdgeschoss ist, dann geht's noch. Oh. Steve. Ja? Ja, Steve Jobs. Steve Jobs. Der präsentiert hier gerade sein neues Apple-Produkt. Oh, da habe ich die Ehre. Welche Ironie, weil du ja allergisch gegen Äpfel bist. Das stimmt. Krass, ne? Aber ich liebe Äpfel. Ja, aber bist allergisch, deswegen kannst du keine essen. Was ich meine iPhone-Äpfel. Ach so. Oh, das ist eine große Ehre, finde ich. Das ist geil, Alter. Das ist cool. Da fühle ich mich geehrt. Oh, das ist cool. Ich bin Thorin. Thor bist du? Thor, ja, aber eine Frau, also Thorin. Du kannst auch Thora sagen. Ja, Thora. Guck mal, wie findest du den Hammer? Ja, aber das ist doch ein uralter Nokia, oder? Weißt du warum? Warum? Was macht den Thorhammer denn aus? Warum ist der so cool, der Hammer? Ja, weil der alles zerschlägt. Mhm. Und dann zerschlägt er den Nokia. Nein, das Nokia-Handy ist das robuste Handy, robusteste Handy. Ach so, okay, verstehe ich. Aber sieht cool aus, finde ich. Das gefällt mir sehr. Ja, willst du das ausdrucken? Kannst du bei dir aufhängen. Du bist jetzt auch ein Meme, by the way, geworden. Oh, meine Ehre. Deine Ehre ist weg jetzt. Ach so, ist ein Meme schlecht immer, wenn man Meme... Nö. Was ist das denn? Ja, so geht Hängematte, für aber Hamster. Wo denn? Ach so, für Hamster. Ja, okay, ich sehe ja hier die ganze... Erstmal, ich mag keine Hamster. Deshalb, ich weiß nicht, die machen gar nichts, die Hamster. Die fressen den ganzen Tag. Die machen gar nichts, Alter. Ja, ist doch so. Ey, Hamsterrad, kennst du das? Ja. Ja, warum nennt man Hamsterrad? Weil die nichts tut, bei dem Salat, das kannst du bei so vielen Tieren sagen dann, oder? Nee, die laufen. Was macht denn eine Schildkröte? Die klettert überall, aber die gehen doch nicht in so einen Hamsterrad. Ja, was macht denn ein Schaf? Bleiben wir nicht in so einem Rad die ganze Zeit. Ja, aber die Hamster bleiben auch nicht die ganze Zeit in einem Rad. Ach, das ist cool. Das habe ich auch schon mal einmal gemacht. Hast du gemacht? Fallschirmspringen? Das ist kein Fallschirmspringen, das ist so... Paragliding. Paragliding. Paragliding, ja. Mhm, das ist hast schön. Du gemacht? Ja. Dubai. In Thailand, das wollte ich unbedingt machen, das war schön. Krass. Da kann Politik. Ich jetzt. Politik, ja. Da ist so langweilig dazu, in Deutschland, ne? Da pennt sie ein. Naja, die wiederholen sich immer ständig die Fehler. Oh, das ist super. Star Wars ist mein Favorite. Ja, da kommt zu pennen, ja? Während die da mit den Schleudern kämpfen? Gegen Darth Maul, Obi-Wan Kenobi? Nee, das ist doch nicht... Achso, das stimmt, Darth Maul. Aber ich hab doch die beiden. Ja. Luke Skywalker ist das, ne? Obi-Wan Kenobi. Nee, das ist nicht Luke Skywalker. Das ist Obi-Wan Kenobi. Scheiße. Ach, das ist der Mentor von ihm. Genau. Wie heißt der? Oh, weia. Liegt mir auf der Zunge. Boah, das darfst du nicht schon sagen, dass du nicht weißt. John? Ja? Wer ist der Meister von Obi-Wan Kenobi? Qui-Gon. Ja, Qui-Gon Jinn. Den mag ich auch unheimlich gern. John, so 10 Minuten später. Qui-Gon Jinn. Oh, das ist cool. Das finde ich cool. Lara Loft, ne? Lara Loft ist eine... Nein. Nein. Lara Loft ist eine Streamerin, by the way, aber so, du meinst... Dieser Film, dieser... Tomb Raider, du meinst Lara Croft. Lara Croft, ja. Oder sieht aus wie Man in Black. Sieht eher aus wie hier von Matrix. Nein! Terminator. Bei Terminator. Jetzt übertreibst du. John Wick. Achso, John Wick, ja stimmt. Die Nummer 1 oder die Nummer 3 oder die 2? Habe ich vergessen. 1 und 2, oder? Also 3, ja. 3 war ein bisschen zu actionmäßig. Nicht so gut. Meine Mutter guckt so viel Actionfilme. Oh, ich liebe das. Thriller, Action, alles. Was kaltblutig. Oh Gott, ich bin doch kein Messi. Oh, das würde mich wecken. Da würde ich nicht einpennen können. Ja. Schon allein an diesem Gestank. Von den ganzen Kippen. Alles. Boah. Nee. Mein Lieblingsfilm. Ja? Dein ja. Auf jeden Fall. Das habe ich schon 100 Mal gesehen. Forrest Gump. Ist das Spider-Man? Mhm. Oh, der hat mich eingesprint in diese
Hauptsache Spinne ist irgendwie da drin. Ja, eingespinnt mit diesen ganzen Fäden. Eingenetzt vielleicht. Das ist schön. Das da sehe ich diesen. Da freue ich mich so. Da darf ich ja gar nicht schlafen, ne, eigentlich dabei, ja, wenn bist, der Weise redet. Aber du bist so weise, dass du telepathisch im Schlaf also, quasi kommunizierst. Das ist eine schöne Interpretation von dir. Bin ich da auch drin? Was haben die mit mir gemacht? Bist du voll hässlich verflüssigend reingemacht? Ehrenlos. Uli Grünkohl. Anzeige ist raus. Michelangelo. Ja, das passt doch, ne? Mhm. Und sogar deinen Arm hier richtig schön gemacht. Ja, ja. Läuft. Cool gemacht. Das haben war's. Die Leute sehr schön. Oh, schön zu Ende. Super Fantasie. Muss man öfters sowas machen. Nee, das war eine Überraschung. Lustige. Bist du sauer auf mich? Nein, gar nicht. Das war cool, eine coole Idee. An der Stelle willst du doch irgendwas sagen. Auf diese Stelle würde ich sagen, ich will öfters mal richtig auch mal schlafen. Okay, ja, schlafen. Die Leute, sollen die ein Like da lassen bei diesem Video oder brauchen die es nicht machen? Doch. Lass mal ganz viel Likes da. Dann komme ich mal wieder. Das war's mit dem Video, liebe Freunde. Bis nächsten Sonntag. Das war eine lustige Aktion, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gibt's noch was zu sagen? Unsere Kanäle. Ach so. Damit die mal Klicks machen. Ach so, aber meinst du, guckt jemand noch bis hierhin? Ja. Sicher? Ja. Falls bis hier noch jemand schaut, ne? Und ich, das sind zwei Leute. Für die Leute, die jetzt bis hier noch geschaut haben, und ich schätze mal, es sind keine Leute, ich glaube, keiner guckt mir gerade zu, Thomas denkt immer noch mindestens zwei, dann klickt im letzten Boolean Jam Video mit Rezo und schreibt mal, hat er nicht gemacht. Und die kriegen alle, die liken wir durch. Ja, die kriegen Herz.